Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play zu Prey. Wieso macht denn das bei Klaas? Dann soll. Ah, ist egal, komm. Oh mein Gott. Weg damit! Ich bin wirklich gerade kurz erschrocken. Kann dir leider nicht helfen. Ich würde dir gerne helfen. Oh, und die stecken ihren langen Schleim. What? Na toll, vier Stück. In den Mund rein und dann saugen die aus. Niemand konnte die Mimics davon abhalten, sich zu vermehren, seit sie aus der Eindämmung ausgebrochen sind. Ich helfe ihnen zu überleben. Halten Danke. Sie durch. Geh auf. Baseballhandschuh. Warum hat denn der einen Baseballhandschuh mit? Ein makelloser Baseballhandschuh mit einem Autogramm von Holly Granger. Keine Ahnung, wer das ist. Und Ersatzteile. Universelle Komponenten. Bla 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 bla. Ach, der Pfeil mit F bedeutet einfach, dass man länger F gedrückt hält. Ach, gut, dass er mir das sagt. Wo ist denn eine andere Mimik hin? Müsste der nicht irgendwo hier sein? Oh, scheint nicht. Simulation in progress. Only approved items past this point. Ah, wir waren ja jetzt relativ sparsam mit der Energie. Die letzten Mimics haben wir gut ausgeschalten. Dementsprechend. Remote Manipulation. Test nächste Woche. Hallo Joven. Wir müssen die Räume auf den neuen Testplan abstimmen. Und zwar folgendermaßen. Bla bla bla. Simmons, sagen Sie bitte Bescheid, wenn es Änderungen gibt. Dringend. Hey, ich glaube, Bellamy hat Daten zu Mimiki und. Der Schlüssel der Leiche, neues Ziel. Zu Mimikry und Fernmanipulation aus der. Ich suche im Traumazentrum nach. Okay. Aus der Forschungsabteilung entwendet. Gehen Sie zum Traumazentrum und nehmen Sie seiner Leiche die Schlüsselkarte zu seinem Quartier ab. Tut mir leid, dass das so makaber ist, aber Alex würde ausflippen, wenn jemand anders die Daten findet. Tja, zu spät, weil ich werde die jetzt finden. Logischerweise. Die Räumlichkeiten erinnern mich auch ein bisschen an die. Stanley-Parabel. Spiel auf deine Art. Experimentiere mit verschiedenen Herangehensweisen, um Herausforderer und Gegner zu meistern. Du kannst eine verschlossene Tür überwinden, indem du nach der Schlüsselkarte suchst, einen anderen Weg findest. Je mehr Fähigkeiten du erlernst, desto mehr Möglichkeiten stehen dir offen. Ach so, das ist krass. Danke für diesen richtig super krassen Tipp. Also den habe ich gebraucht. Fehler. Gesperrt. Passwort zu Hacker 1 erforderlich. Ja, ich muss mal aufleveln und irgendwie die Sache lernen. Wie lange dauert das, bis ich jemanden Level bekomme? Also anscheinend gibt es ja Level. Hä, was war das gerade? Für ein Zeichen? Hä? Das ist doch ein Zeichen dafür, dass ich meine Rohrzange einsetzen soll, oder? Merkwürdig. Frage zur Simulation. Hallo Alice, ich schicke Ihnen. Ach, der Stuhl nervt. What? Ach scheiße, ich habe nicht gesehen, dass hier zwei Stühle waren. So, irgendwo hier ist es jetzt. Mülleimer wahrscheinlich nicht. Ein Platz zerknittertes Papier, eine weggeworfene Zitronenschale. Echt geil, dass man hier alles finden kann. Okay. Okay, Nummer 2. Es waren mindestens 4 insgesamt. Vielleicht soll ich jetzt mal das Medikit nehmen. Ne, Moment, das hier. Halt. Anzug, Reparaturkit, ein Kit des Schaden. Ah, okay. Ja, Medikit möchte ich. Finde ich aber schon mal gut, dass man hier nicht direkt wieder auf 100 Energie geht, sondern hier ein bisschen haushaltet. Sehr schön. Zeigt den Schwierigkeitsgrad. So. Simulationslabor.
Dr. Bellamy, hier sind die Ergebnisse des heutigen Persönlichkeitstests. Ich stelle im Vergleich zu vorherigen Ergebnissen eine gewisse Abweichung fest, und zwar nicht zum ersten Mal. Ich werde Alex Bescheid sagen. Den letzten Test habe ich zur Ansicht nachfolgend eingeführt. Sie planen Ihren Urlaub. Besuchen Sie an einem vertrauten Ort. Sie wurden immer die falsche Taste. Ich habe Angst, das Gleis wechselt, dickbeinige Mann, aufs Gleis springen. Ja, okay, ich weiß, was ich gedrückt habe. Mittlerweile ist morgen so erschöpft, dass wir kaum noch nützliche Ergebnisse erhalten können. Die langfristigen Schäden, die wir höchstwahrscheinlich... Ach ja, das hat man schon. Kommen meine Leute zu dir, Seal. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich kann zwar keinen Namen nennen, aber in letzter Zeit häufen sich die Fälle von akuten Angststörungen in deiner Abteilung erheblich. In der Psychotronik ist es sogar noch schlimmer. Ich überlege schon mit Kelstrup, wie wir den Stresslevel dort etwas senken könnten, aber ich fürchte, das sind keine Einzelfälle. Ich werde in der nächsten Vorstandssitzung mal Alex darauf ansprechen. Matthias Kohl. Oh, deutscher Name. Ich glaube, hier drinnen hatten wir alles. Jo. Ah, ich dachte, bei zwei Tassen ist... Ich dachte, bei zwei Tassen ist vielleicht eine Fake. Stand-up-Notizen. Test neu anordnen. Lucy auf Beobachtung. Test zum Brennverhalten auf unbestimmte Zeit gestrichen. Alex möchte morgen zum Test, vor dem Test begrüßen. Ist ja echt geil, dass hier halt einfach so anscheinend zufällig von irgendwelchen Objekten halt Mimikry anfertigen. Das ist echt cool. Hallo Alice, ich schicke Ihnen die Studie, die Alex und Morgan verfasst haben. Im Grunde genommen geht es um Folgendes. Das Erlernen einer neuen Fähigkeit mittels Neuromod funktioniert so wie das Anlegen neuer Erinnerungen im Gehirn. Tatsächlich ist es vorerst nicht möglich, die durch die Mod bewirkten Veränderungen von denen normaler Erinnerungsbildung zu unterscheiden. Wenn ich also die Neuromod entfernen möchte, dank der sie wie Gustav Leitner Klavier spielen, wird der Gehirn auf den Stand vor der Installation zurückgesetzt. Sie wollten, dass Morgans Gehirn vollkommen unberührt ist, wenn es Prototyp Neuromods erhält. Hier müsste also extrem zurückgespult werden, daher auch die Wohnungssimulation. Die Hughes haben sich wirklich mit Leib und Seele der Wissenschaft verschrieben. Melden Sie sich nachher mal wegen des Mittagessens. Aha, vielleicht habe ich das also sogar mal irgendwann freiwillig zugelassen, kann mich aber halt nicht mehr daran erinnern, aber vielleicht war das mal irgendwann freiwillig. Da gibt es doch auch diesen Film, wo ich glaube, ist es Ben Affleck? Bin mir gerade nicht sicher. Aber ich glaube, es ist Ben Affleck, wo der auch in einer Zeit lebt, wo man die Möglichkeit hat, einen bestimmten Zeitraum zu vergessen, den man erlebt hat, und dann, was war das gerade? Und dann nimmt er halt so einen Auftrag an, und bevor der Auftrag für die Firma losgeht, lässt er sich irgendwas ins Gehirn implantieren, damit die wissen, okay, ab hier soll die Erinnerung dann wieder gelöscht sein. Nachdem er dann den Auftrag für die Firma halt erledigt hat, setzen die sein Gehirn zurück und er kann sich an nichts erinnern. Und man weiß halt nicht, was er in der Zeit gemacht hat. Dann versucht er das halt rauszufinden, was er da in der Zeit gemacht hat. Ich kann mich leider an den Namen des Films nicht erinnern, aber das ist echt ein cooler Film. Falls ihr wisst, welchen Film ich meine, dann denke ich, wisst ihr auch, dass er geil ist. So, Moment, ich bin von da gekommen, ne? Es hätte wahrscheinlich auch einen anderen Weg geben, da ist ein größeres Monster. Das war ein Phantom. Teil von Anthrophantasmus. Bleiben Sie in Bewegung. Das Bewusstseinsfeld von Dr. Dayo Igwe. Die Rezeption der Bewusstseinsforschung hat wie alle revolutionären Forschungsansätze innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine vorhersagbare Entwicklung vollzogen. Erstens wurden sie von Skeptikern verlacht, da sie den bisherigen Erkenntnissen und Gesetzmäßigkeiten der Wissenschaft widerspricht. Zweitens mussten die Skeptiker zugeben, dass an ihr etwas Wahres dran sein könnte, doch sei die Beweislage mager. Drittens wurden führende Forscher und noch viel wichtiger die Öffentlichkeit auf sie aufmerksam. Schließlich behaupteten eben dieselben Skeptiker, die sie einst verlachten, es sei ihre eigene Idee gewesen. Soll in Bewegung bleiben, wurde mir gesagt. Wurde schon wieder dieses Symbol angezeigt. Ja.
Error Panel defekt. Ach so, da brauche ich wieder diese Reparatur irgendwas. Soll also in Bewegung kommen. Verursacht 150% Schaden. Das war ja eh ne. Was war denn das für ein komischer Mimik da? Wahrscheinlich wurde der. Genau, zu diesem Zeug gemacht und deswegen so leicht umzubringen. Glue-Kanister. Das ist wahrscheinlich dieses Glue-Zeug, Glue-Kanone. Ich würde sie gerne mal testen, aber ich habe nicht so viel Schuss. Glue-Kanone, die Transter-Glue-Kanone, Gelschaum-Laminierungs-Organismus-Obstruktor, setzt Ziele außer Gefecht und oder macht sie bewegungsunfähig, ohne ihnen zu schaden. Glue kann Feuer löschen und vorübergehend elektrische Ladungen deaktivieren. Sobald Glue ausgehärtet ist, kannst du außerdem darauf klettern. Aha! Bietet also, wie es aussieht, viele Möglichkeiten. Glue-Kanister, richtig, richtig viel. Okay, jetzt haben wir doch relativ viel, aber ich werde sie trotzdem nicht testen, weil wir sie wahrscheinlich noch brauchen, diese Munition. Wie schießt die denn? Ah, okay. Es ist also nicht so einfach zu treffen, glaube ich. Morgan, da, im Foyer. Nehmen Sie die Neuromod aus der Vitrine. Das sind normalerweise Attrappen, aber ich habe eine echte für Sie hineingelegt. Die Neuromods sind äußerst wichtig, wenn Sie mit Ihrer Hilfe keine neuen Fähigkeiten installieren, überleben Sie nicht. Ich habe Ihren Transcribe schon mit der angeforderten Liste aktualisiert. Schauen Sie mal rein. Neues Ziel. Nehmen die Neuromod-Abteilung. Ich glaube, wenn wir nur gegen einen kämpfen, da ist mir das ja lieber. Ich glaube, die ersten Leichen habe ich einfach nicht mitbekommen. Weil die geben jetzt hier gerade alle Leichen ab. Bananenschale, nice. Neuromod, 28 Meter. Lasst mich doch erstmal den Rest durchsuchen, Freunde. Oh, Leiche. Robert? Alice! Gott sei Dank. Niemand hat... Wo bist du? Versteckt. Im Konferenzraum. Ich kann nicht... Was? Du bist noch im Labor? Kann nicht raus. Da ist... Wo ist der Sicherheitsdienst? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Robert, du musst da raus. Zu den Aufzügen. Angeblich werden wir evakuiert. Robert? Moment mal. Da kommt wer. Angeblich werden wir evakuiert. Angeblich. Boah, schon wieder. Fuck. Was haben wir denn noch so von... Haben wir wieder Medikit? Ja. Eigentlich können wir das immer direkt nehmen, sobald wir noch 24 Punkte zu 100 offen haben, weil... Ja, wozu warten? So, wir müssen da hoch, also gehen wir erstmal hier hin. Vielleicht sollte ich in Zukunft einfach auf alles draufschlagen, aber ich glaube... Die alleinstehenden Sachen, da ist nichts. Das müssen immer zwei nebeneinander sein. Favoritenrad. Über das Favoritenrad kannst du... Ja, ich weiß, wie das... Ja, das... Ja, ne? Ja, toll, das habe ich halt gemeint. Ne? Verschwendet man halt den Scheiß, weil die so schnell sind. Und das Ding jetzt sind... keine Energie verloren, sehr gut. Ja, also ich habe den Scheiß verschwendet. So.
Mann, Frau. Frau ist offen. Mann war irgendwie zugebaut. Oh, noch einer. Aber der hat nicht so richtig gerafft, weil er irgendwo hin, wo er halt nicht hingehen konnte. Was, deine Schrotpatronen? Rennen die auch noch mit Schrotflinten rum oder was? Sehr merkwürdig. Occupied. Gibt's hier kein Pissoir? Kaffeetisch. Warum gibt's denn hier einen Kaffeetisch? Trinken die ja Kaffee? Warum gibt's denn hier keine Pissoirs? Müssen anscheinend alle zu solchen futuristischen, auf solche futuristischen Klos gehen. Ziemlich großes Klo. Wahrscheinlich für Rollstuhlfahrer. Wobei nichts an der Seite, um zu helfen beim draufsetzen aufs Klo. Okay, komm, wir nehmen jetzt die Euromod. Ich weiß, ihr seid heiß drauf, ich auch. Euromod? Warum sag ich immer Euromod? Neuromod, ich Trottel, ey. Euromod. Die Neuromod ist eine revolutionäre Transla-Entwicklung, die es dir ermöglicht, neue Fähigkeiten zu erlernen. Drücke N, um deinen Transcribe zu öffnen und gehe anschließend auf zum Neuromod-Bereich. Techniker, Sicherheit. Lerne deine Ausrüstung zu modifizieren, zu reparieren und die meisten Probleme schlagartig mit der Rotzange zu lösen. Sicherheit, Neuromods. Anzugsintegrität. Ich habe eine Neuromod, das heißt, wir können entweder Sicherheit, verbessert deine körperlichen Fähigkeiten, deinen Umgang mit Waffen und dein taktisches Denken. Erforderliche Neuromods 1, erhöht deine Gesundheit auf 115 und deine Ausdauer auf 105. Du rennst leicht, kletterst und sprintest 5% schneller. Wissenschaftler. Mediziner, dein Wissen über Medizin erhöht die Effektivität von Medikits auf 150%. Hacker 1, du umgehst bei Computern und Robotersystemen Sicherheitsmaßnahmen der Stufe 1. Ach, ich kann mich nicht entscheiden, verdammt. Hebelkraft 1, du kannst schwere Objekte problemlos anheben und Objekte weiterwerfen. Geworfene Objekte fügen Gegnern Schaden zu. Moment mal, ich will erst mal kurz gucken. Ach nee, Quatsch, da oben oder so. Hebelkraft 1, genau. Das heißt, es wäre ja ziemlich sinnvoll, die Mod jetzt zu verwenden für... Hebelkraft 1. Du kannst schwere Objekte problemlos anheben, Objekte weiterwerfen, geworfene Objekte fügen Gegnern Schaden zu. Ich habe mega Durst, fällt mir gerade auf. Mal trinken. Du benutzt Ersatzteile und defekte Gravlift-Fabrikatoren recycelt zu werden. Aha. Ja, es gibt einfach so viele interessante Sachen, aber mir hilft jetzt. Ich nehme immer gerne die Sachen, die mir jetzt genau weiterhelfen. Und deswegen nehme ich das hier. Erinnert mich an Deus Ex, ehrlich gesagt. Oh Gott, der sticht ins Auge oder was? Ach du Scheiße! Was ist das denn? Du musst doch mega, mega Das soll wehtun. nützlich sein, wenn sie auf Barrikaden oder Türen ohne Energie stoßen. Also, bringen wir sie in die Hauptlobby. Hebelkraft 2 brauche ich da. Ich hoffe mal, ich komme hier trotzdem rein. Ja, nice. Hat sich's da schon gelohnt, hab ich. Zhao Long Heng, Glucker Assist. Tut mir leid, Bro, aber du brauchst die Sachen nicht mehr. Hallo? Hi. What? Das ist da jetzt. Hä? Das kann doch jetzt keine Sackgasse sein, das wäre ja komplett dumm. Hallo? Hä? Wenn ich reinkomme, muss ich da auch wieder raus können, oder? Oh, zum Glück, ich hatte echt Angst. Ich habe für eine Sekunde echt gedacht, ich bin da drin jetzt gefangen. Ja, ich glaube, wir können nicht zurück, aber ist egal. Wir haben unsere Neuromod, wir können jetzt schwere Sachen heben.
Ich meine, das Reparaturding wäre auch nicht schlecht gewesen, weil da gab's da diesen komischen Kasten, den man hätte reparieren können. Also den hätte man auch direkt verwenden können. Aber es war wahrscheinlich, also das waren jetzt beides nichts. Also wir kommen ja auch so weiter, wir hätten beides nicht machen müssen. Ich habe mich halt für die Hebelkraft entschieden, was soll's. Man wird eh wieder nicht alles lernen können, dafür wird das Spiel nicht lang genug sein und man wird nicht genügend Neuromods finden. Aber ich investiere mal gerne in Kraft, also wird mich auch nicht stören, wenn ich da so ein bisschen in Hebelkraft reinlevel, aber ich habe auch noch keine Idee. Es wird auch kein Spiel sein, wenn man sich groß verskillen kann. Also das gibt immer einen optimalen Weg für einen Skillbaum, aber es wird kein Spiel sein, wo man sich verskillen kann und dann einfach gar nicht mehr weiterkommt, weil man einfach total scheißiges Skill hat, deswegen egal. So, ist jetzt nicht das Laden eigentlich fertig? Na also. Vergiss nicht die speziellen, ich habe nicht mehr gelesen. Neuromods. Sie haben es geschafft. Bereit für Ihren ersten Blick auf die echte Welt? Okay. Sind wir jetzt doch nicht auf einer Raumstation? Doch, sind wir. Ich wusste es. Deswegen auch dieser Sprung. Das macht alles Sinn. Lobby. Wir hatten echt keinen Bock, geiles Wasser zu animieren. Aber wir haben es echt dafür oft eingefügt, dieses Wasser. Oh, da ist gerade irgendwas ziemlich beschissen kaputt gegangen. Vorsicht! Gehen Sie in Ihr Büro. Ich habe Ihre Karte aktualisiert. Dort gibt es ein Video, das Sie sich ansehen müssen. Ich weiß, Sie haben viele Fragen. In dem. Die Talos 1. Erkundung. Die Talos 1 steht dir zum Erkunden offen. Mittels der Schotten und Aufzüge kannst du von der Lobby aus in jeden Teil der Raumstation gelangen. Du kannst jederzeit in die Lobby oder einen anderen Bereich, den du entdeckt hast, zurückkehren, um optionale Ziele abzuschließen. Ja, wahrscheinlich werden wir dann in dem Video uns selbst sehen und dann werden wir halt sagen, hier, pass auf. Ich hätte das mit Absicht machen lassen, mein Gehirn löschen lassen, meine Erinnerungen, weil ich an dem Projekt, an der Studie teilnehmen wollte und so. Ja, das ist immer das Gleiche. Egal, wir speichern jetzt erstmal und machen hier einen Cut und ich bin immer noch gespannt, wie es weitergeht. Logischerweise. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Paxas, bis zum nächsten Mal. Tschüss.